dann müssen wir es übernehmen. Aber was bloß? Das ist doch klar. Wenn wir etwas zustecken, dann stecken wir etwas zu. Und Teufel, das ist gefährlich. Er wird losbrennen. Ich bin eine Staatsperson. Vielleicht eher als Spende des Adels für ihn, Herr Dekwal. Oder wir sagen, es ist das Geld mit der Post gekommen und keiner weiß, wer es gehört. Bobby, wo bleibst du? Ja, ja. Lüge! Überall! Kennen Sie Sylt? Und wie? Aber warum Sylt? Naja, unser lieber Herr Bundespräsident Christian Mall braucht auf Sylt nicht zu bezahlen. Weil ich unser Bundespräsident? Was für eine Schweinerei! Passen Sie auf, dass Sie mit der Post nicht mehr weiß, ohne Bürger! Nein, in einem wohlgeordneten Staatswesen regelt man diese Dinge ganz anders. So rücken wir als ganze Schwadron an. Wir sollten uns einzeln. Nein, meine Herren, verschonen Sie mich. Bitte, verschonen Sie mich damit. Sie sehen, Frau Norwich, Sie sind die Einzige, die in Frage kommt. Wenn Sie das Wort ergreifen, dann glaubt man, man hätte Cicero vor sich. Aber ich bitte Sie, Cicero? Wie kommen Sie auf so etwas? Sicher, wenn ich von meinen Bitten und von meinen Spüren rede, da lasse ich mich hinreißen. Nein, 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 nicht nur von unten, sondern auch vom Turmbau zu Babel. Nein, Frau Norwich, lassen Sie uns nicht im Stich. Seien Sie unsere Retterin. Nein, Frau Norwich.